eine Stützwand mit traditioneller Bauweise. Ich habe es probiert, es hat funktioniert und in dem Video zeige ich euch, was ich gemacht habe. Jawohl! Grüß euch miteinander. Jawohl, ich bin wieder da. Ein neues Projekt starte wieder mal. Hilft ja nicht, wer rastet, der rostet sozusagen. Nicht? Wir haben zwei Weihen, einen Oberweiher und einen Unterweiher, seht ihr im Hintergrund. Der Oberweiher ist wunderbar, der ist schon angestaut. Der ist wunderbar, da haben wir Karpfen drin, Schleiern, Raudaugen. Aber ich bin kein Fischer nicht. Das ist halt schön zum Anschauen. Ne? Oberweiher wunderbar, unterer Weiher, naja, der ist mehr ein Moor- und ja, Schlammgebiet, sag ich mal. Haben Rosen drin, haben Muscheln drin. Also ist nichts, dass du da irgendwelche Wasser einbringst und dass die schön ausschaut. Und mit unterm Weiher hat das Projekt zum Tun. Und zwar möchte ich den auch wieder renaturieren oder was auch immer da reaktivieren, dass wieder Wasser drin ist, dass der Wasserpegel wieder hoch ist, dass sie vielleicht da auch ein paar Viecher ansiedeln. Und ja, bei uns sind alle weit zum Beispiel Stoganten da, also 3, 4, 5, bei 6 Paar, also 6 Paarl, die bei da brüten und dann schlüpfen die Jungen aus, dann haben da, da kostet manchmal 10, 50, 30 bis 50 Junge, was da umeinander schwimmen. Ne? Die ist fast der obere Weiher jetzt klar, ist aber ein Schritt zum Anschauen und darum möchte ich den unteren Weiher ein bisschen herrichten, ein bisschen das Wasser wieder hochbringen, dass auch die Natur wieder seinen freien Lauf hat. Ne? Da habe ich eine Idee, wie ich das machen kann, da habe ich aber auch noch ein Riesenproblem, das zeige ich euch gleich dann auch, was ich da für ein Problem habe beim unteren Weiher. Was auch noch ein Grund ist, warum der untere Weiher ich anstauen möchte, ist welchen Löschwasser. Ja, wir haben da, wisst ihr eh schon, wir haben einen Ohrneidhof, also in der Einöde, da ist nichts da. Ne? Da ist ein Hydrant da, der ist aber zweit am Haus dort, nicht, wenn das Haus brennt, kann man nicht löschen, weil kostet nicht hingehen. Also das heißt, die zwei Weihen haben unsere Löschweihen. Im Endeffekt, ne, da läuft allebei wieder ein Wasser nach, natürlich, ja, von natürlich ein Bacherl oder rein geht. Und darum möchte ich den unteren Weiher auch nochmal hochstauen, dass man da auch nochmal ein Löschwasser hin, wenn da bei uns was brennt, dass wir einen Saugschleicher hängen könnten. Der eine oder andere ist bestimmt ein Feuerwehrler für euch, der weiß, was ein Saugschleicher ist. Wer es nicht weiß, der kann einen Feuerwehrler fragen, nicht? Weil ich bin auch keiner, so ein richtiger. Ja, alles klar. Dann, wir haben schon angefangen, ein bisschen mit was, ja, jetzt gehe ich mal zum unteren Weiher an, dann erzähle ich euch, was da das Problem ist und dann schalte ich wieder rein und dann schauen wir weiter. Gell? Alles klar, bis gleich. Jawohl, das ist der Oberweiher, kennt ihr eh schon, da ist mal zu viel Wasser drin. Der speist da eine kleine Ausbuchtung, dass die Viecher, die da drin sind, saufen können, die saufen von dem Wasser. Ja, da haben sie da hinten. Und der Oberweiher, da ist ein Rohr drin und das Rohr geht da raus zum unteren Weiher und so wird der Unterweiher mit Wasser gespeist. Und da ist sozusagen der Überlauf. Da ist ein ganz normales KG-Rohr drin. Und das KG-Rohr ist da reingelegt, dass da ein Wasser in den unteren Weiher reinkommt. Das Problem ist jetzt bei dem KG-Rohr auch, dass man das ein bisschen mit zu viel Gefälle eingelegt hat. Also das hat man fast mit 10% Gefälle eingelegt. Das heißt, da ist an der Stelle und da unten kommt fast, ja, da kommt fast einen Meter weiter unten raus. Das ist ein bisschen nicht so ideal, das ist das erste Problem, das wir ein bisschen lösen müssen, weil das, ich will natürlich den unteren Weiher ein bisschen höher anstauen und das Rohr sollte jetzt schon noch im Freien sein. Und noch, seht ihr den unteren Weiher, der ist total zugewuchert. Da werden wir es jetzt so machen, dass wenn es gefroren hat und dass man reingehen kann, weil das ist recht wasserig natürlich alles ein bisschen da. Da ist jetzt momentan noch kein Wasser drin, das was jetzt da angestaut ist, das Wasser, das hat sich bloß so zurückgestaut ein bisschen. Da ist eigentlich unten ein Graben, runtergraben, dass da durchlaufen kann. Und wenn es gefroren hat, dann werden wir da oder einige und dann mit dem Motorsenkste mal das anmachen und das Wasser durch. Dass wenn wir anstauen, dass das, was dann noch da ist, die Stumperl unter der Wasseroberfläche sind und dann zusammenstocken und vielleicht vergingen. Und dann kann man da Wasser hochstauen. Ja, wir haben da ein Riesenproblem und zwar haben wir da einen Übergang. Da drüber sieht man ja, Oberweiher, Unterweiher und das ist der Übergang. Und der sackt immer weiter zum Unterweiher ab. Da sieht man auch, das fällt da aber nach, das sinkt da oben.
Da ist schon mal was gemacht dann mit Eisenseilen und so weiter, aber das halt da ist nicht her. Weil das alleweil unterspült wird, wenn man da Wasser tut, dann unterspült es das und dann fällt aber der Übergang weiter runter. Und das ist natürlich gefährlich, weil natürlich der Oberweih aber mit dem Wasser weiter herdrückt, nicht dass das einmal durchbricht oder was. So, ich werde da, das ist der Plan, ein Wind herbauen, also mit Baumstamm ein Wind, dass das gefestigt ist, von unten aufwärts, also von unten aufwärts, aber mehr Baumstamm aufeinander und noch da oben wieder auffüllen, dass das gerade wird und dass der Überfahrt gefestigt ist und nicht da oben kann und oben rutscht, dass das wirklich gescheit stabil da steht. So, und dann werden wir da unten ist praktisch, sollte dann das Wasser wieder weiterlaufen. Da werden wir da unten nur wahrscheinlich das gleiche machen und noch eine Rohre legen, dass wir das Wasser da nicht wieder aufstauen können, dass da wieder Wasser drin ist. So, das sind jetzt einmal die Gedanken, was ich da zu den Weihern habe, zu den zwei. So wird es ungefähr anlaufen. Ob das so also hier hat, das weiß ich nicht. Das probiere ich jetzt einfach einmal. Wir haben jetzt gerade schon am Sägewerk und schneiden die Stempel ein bisschen her, weil ich nehme keinen Baumstamm nicht. Ich habe zwar gemeint, ich nehme runde Baumstamm, aber das haut nicht so hin, weil die muss ich alle entrinden und das ist mir zu viel Arbeit. Und so richtig legen den es dann auch nicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme einfach Baumstamm und Kaps an alle vier Seiten noch, dass ein Balken wird halt, mit ein bisschen Baumwalzen dran. Da haben wir schon angefangen, die Zeugsächte noch. Und dann werden das die Balken sozusagen, die wir aufeinander gelegt werden, dass man hochbauen kann und dass der Überfahrt dann halt stabil ist. Ne? So, wir haben da gestern schon angefangen mit ein paar Stempeln und da gehen wir hin weiter. Und da schaut es zu. Das dürfte ein ganz interessantes Projekt sein für den einen oder anderen, der auch vielleicht in Holztrast irgendeinen Weg stabilisieren muss. Der kann vielleicht die Technik auch verwenden. Gell? Alles klar. So, ich wirf Sägewerk an und dann geben wir Gas. Jawohl.
So, mittlerweile haben wir schon alle Stempel geschnien für mein Projektel, seht ihr im Hintergrund. Ja. Ich bin jetzt gerade am Schäpsen, ja, am Schäpsen dabei von den Batzen. Und noch, wenn ich geschäpst tue, dann geht es weiter. Nicht? Ich glaube, ich muss euch einmal zeigen, weil ich das vorhabe, da zeige ich euch dann auch jetzt eine Skizze, wo ich ein bisschen aufmalen, wie ich mir das vorstelle, da in dem Bayer drin, weil das auch schon so, dass ihr das ein bisschen vorstellen könnt. Aber ich zeige euch jetzt dann gleich, zuerst da wie viertig schäpsen, weil jetzt das Wetter wunderbar ist, es regnet und dann hole ich das auch um mich, dann hole ich mein Fitnessstudio, meine Ration, jawohl, meine Ration Fitnessstudio hole ich noch wieder, jawohl, also. Ich schäpse mal weiter und danach zeige ich euch, was ich gemalt habe, was ich skizziert habe, wie das Ding da ausschaut, also so wie da drin hat. Gell? Am Ende schauen wir mal, ob es hier hat. Gell? Sehen wir. Okay, so, ich schäpse weiter und ich schaue es ein bisschen zu. Jawohl. Schöst das an, weil ein Kartoffel, ein Erdäpfel, wenn er gerade aus dem Dämpfwasser kommt. So muss das gehen. Richtig schön fitschen. Nichts mit dem Spaltel wecken. Jawohl, so muss das gehen. Wisst ihr, was ich meine? Oder? Wenn es zusammen ist, dann kannst du einen Wolf holen. Oder schäpsen. So geht das wunderbar. Zack. Da, zack. Oh ja. Und ein gescheites Schneid, ja, den brauchst du. Aber auf jeden Fall, sonst geht gar nichts. Ja, aber die Schneid da. Nix das. Was ist jetzt? Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Geil, leg mich doch du mal da. Oh, Gott sei Dank kein Stor nicht. Schnee in diesem da. Wohin führt die werden da? Naja, aber der Ost. Ja, leg mir mal schon das Brüder jetzt. Oh, leg mir mal da. Also. Das ist schon eine Arbeit, aber mein Gott, das wird. Jawohl, jetzt ist das Wetter wieder schlechter geworden. Jetzt ist zum Schäpsen eh nichts mehr. Jetzt kann ich die Pläne euch gut erklären. Und zwar haben wir die Pläne gemacht aus dem Grund, dass ich ungefähr weiß, welche Dimensionen vom Holz das ich brauche. Weil ich wollte einmal ins holzassige Holz anschneiden, einmal das mit dem Rückgewand zusammenfahren, reinfahren, einmal im Sägewerk das schneiden und das Sägewerk voll Dreck machen. Und einmal aufstellen und einmal abbinden dazwischen noch natürlich. Ich sage einmal abbinden jetzt, weil da muss man ein bisschen was rausschneiden. Und zwar folgendes, da gibt es Querholzer, also quer und Zangen. Also einmal ein vorderes Querholz, einmal ein hinteres Querholz und die zwei sind auf derselben Ebene und die sind verbunden mit Zangen. In dem Fall 1, 2, 3, 4 Zangen. Ja, 4 Zangen habe ich daher gemacht, das ist so Pi mal Daumen, aufs gerade Wohl, im Abstand von einem Meter, von der Seite einer 50 cm. Und die verbinden vorn mit hinten. So, dann gibt es da mehrere Ebenen. Also in dem Fall handelt es sich jetzt um die Überfahrtstützwind. Also ich habe euch ja am Anfang vom Video erklärt, oberer Weiher, unterer Weiher und da dazwischen ist der Übergang, die Überfahrt und das ist die Stützwind. Für die Überfahrt. Genau,
Also, da habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Ebenen. Also das heißt, 5 Ebenen kommen da aufeinander. Im Prinzip wie ein Blockhaus-Bauweise. Also so im Prinzip, einfach gesagt, ist wie ein Blockhaus. Da sieht man da ein bisschen die Zangen, die wo hinten gingen, die wo da quer umgingen. Also die wo praktisch die Querbaum oder die Querbalken, die lange miteinander verbinden, die habe ich jetzt da nicht gezeichnet. Weil, ja, muss nicht sein. Es ist ja bloß zur Veranschaulichung ein bisschen für mich, dass ich eine Richtung habe und dass ich beschriften kann, weil ich habe jeden Balken extra beschriftet und das habe ich dann noch abbinden. Also ich sage einmal abbinden dazu. Also ich meine jetzt damit, weil ich mit dem Motor sehe ich nur da ein bisschen was ausklingt. Jetzt dann, weil ich mit Jepson 40 bin, da ich mit dem Motor sehe ich jetzt dann da was ausklinken. Und das sage ich mal, das bezeichne ich jetzt einmal als abbinden. Ne? Sagen wir das einmal so. So, da habe ich es beschriftet, dass ich nach dem Abbinden die Sachen, die Bezeichnungen, also so A1, A2, A3 und so weiter, dass ich das auf die Balken aufschreiben kann und dass ich die Balken wieder zusammenfinde, weil das sonst ist, schaffst beim Aufstellen ist ein Verhau und ein Chaos. Weil ich wollte das noch einfach so haben, dass ich das weiß, welcher Balkenbau hinkommt, dass ich beim Rückgewogen das auch richtig auflegen kann. Darum wollte ich das Ganze so machen mit Beschriftung, dass ich da wirklich kein Zwirl einbringe. Also vorne bei den vorderen Querbalken ist ein A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 und bei den hinteren ist dann ein B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. So kann man die vorne und die vorderen und hinten auseinanderhalten. Im Prinzip haben es dieselben Balken, aber ich wollte es halt der Vollständigkeit halber haben, dass jede Balken seine saubere Bezeichnung hat und ich weiß, wo der dann hingehört. So, das war jetzt die Grundidee. Wenn man auf deren Plan sieht, so ist die Grundidee gewesen. Da haben wir dann praktisch meine Hützel hergeschrieben, was ich halt an Querschnitte habe und so weiter, dass ich wirklich keinen vergieße und auch keinen verschneint. Weil wenn ich einen verschneint, dann ist er hin. Dann kannst du ihn nicht mehr brauchen. Und das ist schon dafür, weil dann mal wieder umeinander und ich habe es echt mir gedacht, mal irgendwie geht, dass ich so wenig wie möglich Holz brauche. So, das war jetzt einmal, ob das so funktioniert, weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, der Plan sagt, das funktioniert. Ob es dann reell ansteht, das werde ich zeigen, aber ich bin da guter Dinge. Weil normalerweise weiß ich da nichts. So, das war der erste Entwurf, wo ich habe noch einen zweiten Entwurf noch gemacht. Der erste Entwurf war ohne dem Eck, weil ich wollte die Überfahrt stützen, aber ich habe mir dann nur mal angeschaut, unten das Eck angeschaut, was da drinnen ist, ja, die Ausbuchtung, und dann bin ich zu der Variante gekommen, die war dann da das Eck auch noch sozusagen mitmacht. Also das Eck ist dann da auch noch mit eingezeichnet. Das heißt, der Doll ist das. Und das Eck ist da noch extra. Das hat dann wieder extriche Bezeichnungen. Also C1, C2, C3, C4, C5. Hinten ist wieder D1, D2, D3, D4, D5. So, dann habe ich wieder eindeutige Bezeichnungen und kann nichts vertauschen. Da sieht man jetzt vielleicht auch ein bisschen besser, wie ich das dann ausschauen soll. Ungefähr, wie gesagt, die Zangen dazwischen, die fallen jetzt da bei der Zeichnung, aber das war mir einfach zu Arbeit zum Einzeichnen, weil ich brauche jetzt nicht. Also braucht man jetzt nicht, die haben jetzt da nichts, nicht unbedingt einen Anteil drauf. Ich habe mir halt die Striche gezeichnet, wo die hinkommen, die Zangen, damit ich das auch sauber bemaßen kann. Ja, ich habe mir dann da meine Maße hergeschrieben, also halber Meter. Dann kommt die Ausklinkung für die Zange, dann wieder vom Ursprung 1,70 m hinterher und so weiter und so fort. Das erkläre ich euch jetzt dann, wenn ich ausklinke mit der Motorsäge. Ich gehe jetzt dann wieder raus und tue wieder ausklinken und dann erkläre ich das nochmal genauer, wie ich da vorgehe, dass ich wirklich keinen Fehler mache, weil da so viele verschiedene Sachen dabei sind. Ja, bei denen geht es eigentlich bloß noch zum Song, der Herrn Stess drin hat. Warum? Weil da habe ich am obersten Balken, auf der obersten Ebene, hinten wird es mehr als 8 Meter und so einen langen Stamm kann ich auch nicht schneiden und ich wollte das einfach da erdolt haben, weil das ein bisschen das, ja, von,
vom Tragen her ein bisschen verteilt, weil wenn ich da einen lange drüber schnalze, dann hat der Mordzer Kraft da oben und kann ich da auch nicht mehr voll justieren, weil das ist auch der Sohlenstamm da unten, der Sohlenstamm, der wird noch im Wasser ausgerichtet. Aber wenn du da raufkommst, das ist eine recht grobe Arbeit, dann passt das vom Wasser her, also mit der Wasserwaage nicht mehr. Und dass man da dann hinkommt, wollte ich da einen Staus haben, dass ich da ausgleichen kann. Also dass ich von der Ebene auf die andere Ebene ein bisschen vom Höhenverhältnis spülen kann. Darum sollte man das eigentlich meiner Meinung nach haben. Man denkt, Dollen und Ohrstamm durch ist da nicht einmal so gut. Da kann man dann mehr variieren und ein bisschen noch tricksen. Ne? Genau, das ist jetzt für die Überfahrt. Und dann habe ich noch einen Plan gemacht für die Schleisen, also unten, dass man in unterm Weiher Wasser aufstauen können. Der schaut dann so aus. Im Endeffekt dasselbe Prinzip. Habe ich mir auch dann wieder beschriftet. Da geht es dann weiter mit E und die hinteren haben dann F. Da habe ich dann in unteren, bei der unteren Ebene in Sohlen. In Sohlen, ja, Beuker unten hinten weglaufen, weil man denkt, den sparen wir, weil da kann ich hinten, muss ich nicht unbedingt jetzt einen hinten rein, da gibt es gewiss Abschnitte irgendwie, da wo ich dann die Abschnitte alles zum drauflegen, da unten drin nehmen kann. Darum, da habe ich mir da gespart, weil man beim Zeichnen schon denkt, du, den kannst du doch, den da hinten kannst du das doch sparen irgendwie. Weil es da unten drin halt eigentlich keine Bewandtnis hat. So, das sind jetzt im Groben die Pläne. So bin ich jetzt da mal vorgegangen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das sieht man, die Pläne sind recht zernittert, weil ich allerweil Rasten umeinander drin und mir wieder denke, kann es funktionieren. Ich weiß nicht. Ja, aber ich probiere es einfach aus. Ich bin jetzt zum Entschluss gekommen, ich probiere es jetzt einfach aus. Ich habe jetzt den Balken auch schon geschnitten. Ich klinke das jetzt aus. Ich gehe jetzt dann aus, ich klinke es aus. Und dann, wenn ich es ausgelinkt habe, da könnt ihr ja zuschauen, ne? Dann gehen wir weiter. Was ich nur dazu sagen so will, da dazwischen, der Hohlraum, der bleibt natürlich nicht frei, sondern der wird aufgefüllt. Also da habe ich ein bisschen einen Split und da habe ich auch Erdreich, das war richtig trocken und das wird dann aufgefüllt und am Ende wird das dann so fest, weil durch das, dass sie die Teile, der vordere und der hintere quer, beim jeweils mit den Zangen so halten, wird das meiner Meinung nach unglaublich stabil. Wird sich zeigen, ob das so ist, werden wir sehen, aber eigentlich kann nichts passieren. Also was man sieht, kann eigentlich nichts passieren, oder? Also, Planung schön und gut. Im nächsten Video geht es ums Aufstellen. Da wird es interessant. Jawohl. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann am besten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, sonst gilt es nicht, sagt der eine oder andere. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr Servus.